wenn das mal nicht die Gelegenheit ist, den Roadster rauszuholen. Stand ja lange genug rum und bei dem Wetter wird es ja eigentlich Zeit mal für einen kleinen Burnout oder sowas. Moin! Ey, guckt euch das mal an hier. Blauer Himmel, soweit das Auge reicht. Ja, wenn das mal nicht die Gelegenheit ist, den Roadster rauszuholen. Stand ja lange genug rum und bei dem Wetter wird es ja eigentlich Zeit mal für einen kleinen Burnout oder sowas. Also, ich hole ihn jetzt mal raus. Tada! Ja, bevor ihr denkt, was ist das denn für ein Blödsinn, wartet's mal ab. Inspektion ist fertig, aber er hat kein Benzin. Tank ist leer. Ja. Erstmal ein bisschen Startpilot rein. Und jetzt brauche ich Holz, weil Benzin wird in diesem Fall ein bisschen überbewertet. Jetzt mal alle Zylinder fluten. V8, herrlich. Kann losgehen. Ich habe alle 8 Zylinder ein bisschen mit Benzin geflutet. Tank ist voll. Mal sehen, ob der Roadster jetzt einen kleinen Burnout hinlegt. Ja Leute, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Es brennt auch unterm Auto, dabei soll er ja eigentlich durch die Zylinder rauchen. So. Ah, brennt schon. Geht gleich los. Was ist denn, dass alle Zylinder mitlaufen? Also dieses hervorragende Fahrzeug, diesen Eisenroadster, den habe ich von meinem Kumpel Uli Warnke. Der macht so ein bisschen mit Plasmaschneidern Metallkunst. Da habe ich gesagt, ich brauche ein Auto. 8 Zylinder natürlich. Ich habe ihn ein bisschen überfeuert. Also hinten brennt der Sitz, aber gleich könnt ihr sehen, dass die Zylinder alle mitlaufen. Prost. Na also, läuft doch.
hab's doch gesagt, wir machen heute einen Burnout mit dem Eisen Roadster. Hat funktioniert, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis alle 8 Zylinder mitlaufen. Aber bei dem alternativen Antrieb oder bei dem alternativen Treibstoff, ja kein Wunder. Jetzt macht die Kiste aber richtig Laune. Brutal heiß. Also ich kann nur sagen, Roadster fahren schockt. Solltet ihr auch mal eine Feuertonne gebaut haben oder einen Tipp haben zur Optimierung dieses Fahrzeugs, freue ich mich über Kommentare oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig.